Hallo zusammen. Es hat mit dem Aussenton nicht geklappt, deswegen bin ich wieder reingezögelt. Wir starten aber draussen. Heute zum Thema, warum kann dein Hund nicht allein sein? In den letzten zwei Jahren habe ich und ganz viele Berufskolleginnen von mir und auch viele Hundepensionen, die ich zusammen arbeite, haben zunehmend das Problem, dass Hunde nicht mehr allein sein können. Ich habe vorher die Tendenz schon beobachtet, und eben, es hat zugenommen die letzten zwei Jahre. Meine Beobachtung ist, dass es sehr oft mit Erziehung zu tun hat und nicht mit Training. Es wird sehr gern sehr schnell trainiert, dass der Hund möglichst allein sein kann. Nur trainiert wird meistens mit Gutsis oder mit sonstigen Bestätigungen, während Erziehung in meinen Augen weniger mit Gutsis zu tun hat als mit Körperhaltung, mit Körperspruch und mit Sachen vorleben. Also das heisst, wenn ich jetzt meinem Tier etwas vorlebe, auf hündische Art, also das heisst, ich kommuniziere so, dass der Hund das auch versteht, kann das der Hund viel besser annehmen und verinnerlichen, als wenn etwas antrainiert wird. Das Antrainieren hat immer eine künstliche Komponente. Das beste Beispiel ist der Fußgängerstreifen. Es gibt ganz viele Hündler, die wollen, dass ihr Hund am Fußgängerstreifen sitzt, bevor man über den Fußgänger geht. Also, die meisten Hündler, die das machen, machen das ohne Gutsis. Das ist einfach etwas, was selbstverständlich gemacht wird. Das heisst, am Fußgänger sitzt man und dann läuft man, wenn der Mensch sagt, jetzt ist es okay, dann läuft man. Und das funktioniert bis ins hohe Alter. Der Hund stellt nie in Frage, weil er das einfach Vorgabe bekommen hat und nicht Diskussionsgrundlage da war durch das Gutsi. Und das ist genau der Punkt. Für mich sind die ganzen Gutsi-Geschichten, Klitzel-Geschichten, die Belohnungsgeschichten der sinnvoll, wo wir ein konkretes Kommando aufbauen wollen. Also eben zum Beispiel ein Sitz oder ein Platz. Oder vielleicht muss man es anders sagen, wo man ein Verhalten, das der Hund natürlicherweise hat. Jeder Hund kann sitzen, jeder Hund kann Platz machen, jeder Hund kann stehen oder bellen. Aber wenn wir ein Verhalten, das natürlich vorgegeben ist, wollen mit einem Kommando festigen, damit wir es auf Kommando abrufen können, dann machen ja Gutsis absolut Sinn. Und gleichzeitig können wir auch die Sachen festigen ohne Gutsis, indem wir es halt immer wieder sagen. Natürlich geht es länger, bis so ein Kommando sitzt. Meiner Erfahrung nach wird es jedoch viel fester gefestigt, weil es keine Grundlage gibt, ein Tauschgeschäft zu machen. Wenn der Hund lernt, und je nachdem wie selbstständig der Hund ist, und ich rede jetzt hier natürlich vor allem von Nordischen, da ich selber Samoyeden habe, umso selbstständiger sie denken und sind, umso eher können sie dann auch Spiele machen. Es braucht, ich bin immer so der Fan vom gesunden Maß und ich denke, es braucht beides im sinnvollen Maß für das jeweilige Mensch-Hundeteam. Und allein sein ist das sehr ähnlich. Wenn der Hund natürlich, der selbstsicherste Hund, immer und überall bei uns dabei ist. Das heisst, man kann nicht mal mehr allein aufs WC und der Hund steht schon dort, was mach, darf ich dabei sein? Dann kann das, ich will dabei sein, das natürliche Bedürfnis vom Rudeltier, Hund, der einfach immer dabei sein will, in Kontrolle umschlagen. Ich gewöhne mich so daran, ich schaue die ganze Zeit, was du machst, ich kontrolliere, was du machst. Der Lehrer, der man ist, oder das ständige dabei sein, das in Kontrolle umschlägt und der Hund dann irritiert ist, wenn man alleine hingeht, alleine ins Zimmer geht, weil man ist ja sonst immer dabei. Man hat ja sonst immer mitbekommen, was läuft. Und durch das kann die Sicherheit, dass der Mensch selber schaut, verloren gehen. Jetzt, was kann man machen? Was ist etwas, was ich immer wieder in der Praxis kommuniziere und extrem einfach ist und extrem gut funktioniert? Metaborisiert mindestens ein Zimmer. Und ich sage meistens so, jetzt fängt ihr mal an, wenn ihr aufs WC geht, macht ihr die Türen zu. Der Hund muss doch nicht mit aufs WC. Jetzt heiei, gönnt euch doch eure 2 bis 30 Minuten Pause vom Hund. Also sorry, also wenn ich aufs WC will, will ich nicht einen Hund haben, neben dran steht und noch meine Tröpfchen zählt oder was weiß ich. Das bringt schon extrem viel Ruhe in die Geschichte. Wenn dort der Hund dann lernt, okay, ich kann wieder zurück an meinen Platz gehen. Also manchmal, je nachdem wie penetrant ein Hund schon geworden ist oder wie unsicher ein Hund schon geworden ist, braucht es auch, dass man halt den Hund nochmal an sein Plätzchen legt. Also auch das ist etwas, was extrem gut funktioniert,
dass man dem Hund dann sein Plätzchen lässt. So, du liegst da, das ist dein Platz und wenn ich nicht mehr angehe, dann bleibst du da liegen. Am Anfang kann man den Hund auch an der Leine dort anbinden, dass er das lernt. Wenn der Hund das schon kennt und trotzdem angefangen hat, immer hinten reinlaufen, kann man ihn einfach wieder schicken. Damit der Hund wieder lernt, hey, ich kann es im Fall voll chillen, während der Mensch macht, was er will. Ich weiß, das klingt viel einfacher, was es ist. Es soll jetzt heute auch wirklich ein Kurzvideo sein und einfach mal den Input geben, dass man auf dieser Seite auch schauen kann und dass ein bis zwei Zimmer tabuisieren schon viel Unterschied machen kann und auch zeigen kann, wo man steht. Weil wenn das schwierig ist, dann ist genau das das Thema. Und wie man das am gescheitsten aufbaut oder was man am besten macht, ist auch individuell, weil es kommt nicht nur auf den Hund und sein Verhalten drauf an, sondern es kommt auch auf euch selber an. Weil wir sind alle unterschiedlich und ich bin immer Fan von den Hundetrainerinnen, die eben nicht nur aufs Tier eingehen, sondern auch auf dich. Also das heisst, wenn du jetzt der Typ bist, der zum Beispiel viel redet, dass man dann auch mit Sachen schafft, wo der Mensch quasi kann, ohne dass es den Hund fest interessiert. Oder umgekehrt, jemand, der nicht viel redet und sehr nonverbal schafft, dass man dann auch zeigen kann, schau mal so, mit denen und denen Gestiken hilfst du deinem Hund, dass er weiss, was du willst. Also, dass man die Kommunikation zwischen Mensch und Tier fördern auf beiden Ebenen. Das ist für mich übrigens auch eine gute Hundeschule, ein guter Hundetrainer, dass das der Fokus ist, der Main Fokus ist. Und was auch gut ist, wenn ihr mehrere Stöcke habt oder wenn ihr ein Arbeitszimmer habt, wo ihr ab und zu auch drin arbeitet, gerade jetzt im Homeoffice teilweise, dass ihr dort die Tür halt auch zumacht, dass der Hund nicht jedes Mal dabei ist im Homeoffice, sondern dass ihr dort, genauso wie wenn ihr auswärts arbeitet, euch die Zeiten habt, wo der Hund nicht dabei ist, wo er auch an seinem Platz hockt. Und wenn ihr dann, müsst ihr nicht die Kamera aufstellen, wenn er an seinem Platz hockt und ihr geht auf und arbeitet und er liegt ruhig und liegt halt nicht mehr auf seinem Plätzchen, sondern irgendwo im Raum, ist das ja gleich. Hauptsache, er liegt ruhig und entspannt. Damit er wieder lernt, von dem kontrollierenden Verhalten wegzukommen und sich wieder zurücklehnt und wirklich entspannen kann und weiss, hey, mein Mensch ist ja noch da, mein Mensch kann auf sich selber schauen, ich muss nicht die ganze Zeit schauen, was er macht, ich kann schlafen. Es kann wirklich ein grosser Schritt in die richtige Richtung sein, wenn sie einfach schon mal lernen, dass es im gleichen Haus normal ist, dass man nicht nonstop dabei ist. Sie dort aus dem Kontrollmodus rauskommen. Das ist für ihn nachher nicht mehr so ein grosser Unterschied. Also es ist für ihn einfacher, wenn wir auch aus dem Haus gehen, zu wissen, ja, ich muss jetzt nicht durchstarten, ich muss jetzt nicht rumheulen, ich muss nicht laut sein, ich muss nicht irgendetwas machen, weil ich Stress habe, weil ich meinen Menschen nicht kontrollieren kann, weil ich bin mir gewöhnt, dass mein Mensch auch allein mal etwas macht, ohne mich. Ja, ich würde sagen, wenn ihr das Problem habt oder jemanden kennt mit dem Problem, dürft ihr sicher diesen Tipp mal geben. Und wenn es Hilfe braucht, gibt es viele Leute, die da sind, von Trainer über ganzheitlich schaffende Leute, eben als Kinesiologe, ist man immer auch mit der Psyche verbunden. Deswegen kommen so Sachen bei mir automatisch auch rein. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Für uns ist es mega sonnig. Also heute ist das Video heute aufgelaufen, was übergeladen wird. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss zusammen. Oh, ich kriege Krampf im Knie. Haben Sie fein gemacht? Mal schauen, ob man irgendetwas hört oder ob es nur noch aufnimmt.